Die steht da jetzt echt draußen und schreit Mittagessen. Ja, und ich pull mir das Essen zwischen den Zähnen raus. Ich habe gerade Mittag gegessen im Auto. Ja. Und ich habe jetzt mal Essen mit dabei. Wollt ihr mal sehen? Jetzt haben wir deinen fancy Nacho Chili con Carne gedönt. Chili con Carne mit Reis, Nachos und die Guacamole ist schon weg. Ah, habe ich gerade schon reingeschossen. Schon ein bisschen Amerika-Style, ne? Voll, Alter. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video für JP Performance GmbH. Wir sind bei Matthias Bold und holen unseren Motor ab. Wir machen das jetzt nicht zu lang, weil wir müssen rüber und wollen den Motor in diesem Video noch rein schabubbeln. Schabubbeln. Schabubbeln ist gut. Herr Doktor, geht's dir gut? Ja, selbst. Ja. Was machst du? Ölwechsel, Bremse wechseln. Bremse? Von runter? Klötze? Beides, Scheibe. Oh, krass. Also die Klötze, die haben eigentlich die Scheibe gefressen. Ja. Scheibe hat früher mal Rillen gehabt. Die war ganz schön rund. Wie fast hat die weg, die Scheibe? Zweimal Bilsterberg. Oh, was? Oder dreimal? Ja, und. An der Straße, ne? So ein halbes Jahr. Ich hab das trotzdem. Krasse Kante. So, aber wir sind nicht deswegen hier, weil wir haben nämlich wenig Zeit. Das sieht doch richtig, richtig gut aus. Bist du happy? Ja? Ja. Geil. Was sagst du zu dem Abgasgehäuse? Oh, zu dem Abgasrad eher gesagt. Groß, ne? Ja, aber hast du auch gesehen? Ja, zwei verschiedene. Ja, genau. Und auch Verdichter sind beide gleich von beiden Ladern. Und genau. Abgasräder unterschiedlich vom Aufbau. Durchmesser wahrscheinlich gleich. Ich habe die jetzt nicht zerlegt. Siehst du, wie versetzt die sind? Ja, das habe ich gesehen. Welches ist da denn drin? Weißt du was? Hat der Flo was dazu gesagt? Mm-mm. Nee, hat er nicht, okay. Ja, werden wir rausfinden. Ich habe das eingebaut, wo die Druckdose jetzt verbaut war. Ja, genau. Wir probieren den erstmal aus. Aber wenn man die Farben so sieht, müsste er ja schon 1000 PS haben. Ne? Also ist ja schon. Rein farbtechnisch sind wir ganz weit vorne. Ist alles dabei. Alles dabei. Eloxiert, hier, Dose, alles dabei. Auch geil. Deine Einspritzleiste drauf. Oh, guck mal. Gegen den Willen des Bosses. Ja, aber komm. Wehtun tut sie nicht. Nee, das nicht. Ne? Die wäre einfach nur nicht nötig gewesen. Ne? Ja, das habe ich verstanden. Was mache ich mit den ganzen Sachen, die ich da... Ich habe hier noch alle da liegen. Was mache ich damit? Kleinanzeigen. Gibt es da Leute, die sowas kaufen? Nee, ne? Weiß ich nicht. Für so einen Motor, ey? Ich habe echt verkackt. Ey, geil. Echt verkackt. Was mache ich damit? Kleinanzeigen bei mir schon so... Wow. Das ist hart. Ja. Wenn das auf Kleinanzeigen landet, dann will es keiner haben. Auf jeden Fall. Da sind ein paar Sachen dabei, für die hätte ich Verwendung für kleinere Motoren. Also für Motoren, die jetzt nicht für diese Leistungsstufe ausgelegt sind. Zum Beispiel die Ploy. Okay. Die Kolben hätte ich kein Interesse. Lagerschalen kein Interesse. Denn ich weiß gar nicht, was da noch alles war. Alles Mögliche. Ich schicke dir von allem was zu, die Bilder, und dann sagst du, was du gerne haben würdest. Willst, ja? Weil die Pleuel, die verbaue ich ja selber, nur halt für kleinere Leistungsstufe. Ja, okay. Kriegen wir den mit dem Ölfilter da so transportiert? Ja, müssen wir. Ja. Hast du ein Getriebe mit? Nein. Also ohne Getriebe? Ja, habe ich nicht mit. Wieso? Nee, ich dachte, bauen wir dran und dann. Zusammen. Zusammen einladen. Nö. Nee. So, wir nehmen ihn jetzt so mit. Die Jungs warten schon, da steht alles schon bereit. Es sind ein paar Sachen, die zu beachten sind. Einmal habe ich dir hier einen Dash-Adapter gebaut für die Entlüftung. Mhm. Das ist einfach serienmäßig mit der Abdichtung, habe ich abgedreht, dass er denselben Konus hat wie die Serienentlüftung. Ja. Dann auf der Seite habe ich den Rücklauf. Das müsste gerade so an der Antriebshülle vorbeigehen. Also ist ganz eng. Ja. Für den Catchstand. Okay, wie gehen wir da drauf? Einfach mit dem Schlauch dann, ne? Genau, mit dem Schlauch. Okay. Vom Motor, vom Ventildeckel gehst du hier drauf. Dann das Atmosphäre und hier Rücklauf in die Ölwanne. Mhm. Atmosphäre, machst du nochmal einen Filter drauf oder lässt du einfach offen? Ja, kannst einen kleinen Filter drauf machen. Ja. Und ansonsten, hier habe ich eine Sicherung für den Ölfilter. Das ist einfach eine Schlauchstelle, die konterst du gegen die Leitung vom Ölkühler. Hier kommt ja die Leitung vom Ölkühler und die wird einfach dagegen gekontert, dass er sich nicht losdrehen kann. Das passiert. Das passiert, ja. Das ist durch den Öldruck? Nee, nicht durch den Öldruck, durch Vibration. Weil Ausgleichswelle auch. Ausgleichswellen raus, harte Motorlager und so weiter. Das ist nicht unüblich, dass der Ölfilter sich losrappelt. Hat mehrere Probleme, ne? Auch aufs Maul legen. Ja, also ja. An der Stelle. Eieieiei. Also nicht nur, dass der Motor dann weg ist, sondern du auch. Je nachdem, wo du dich gerade befindest. Genau, dann hast du das auch nochmal gemacht, ne? Genau. Hier kann ich dir einmal zeigen. Genau, das haben wir nämlich noch nicht gesehen. Das wäre, glaube ich, ganz spannend. Das sind die Kupplungsscheiben. Hier siehst du die hellen Stellen. Also jetzt diese dunklen Verfärbung, das ist normal. Aber jetzt die hellen polierten Stellen, da hat er, da ist er verschlissen. Also es sind jetzt mehrere Scheiben. Hier die ist besonders schlimm. Ja. Und das ist vom ACD, heißt zwischen vorne und hinten. Du sagtest ja auch, dass du auf der Lasesee nach 2-3 Runden Geräusche hattest aus dem Differential. Ja. Das wird das wohl gewesen sein. Weil er dann durchrutscht, ne? Mhm.
Okay. Du hast ja eine Verstellung im Innenraum, du kannst ja drei Stufen. Genau. Über Öldruck, du hast oder Hydraulikdruck, du hast ja hinten eine Hydraulikpumpe extra für ACD und A20. Genau. Da ist ein Druckkörper, der drückt dann hier drauf und sperrt das dann dementsprechend. Und da sind jetzt die gleichen drin, nur frisch gemacht, ne? Genau. Ja, ich habe dir einmal die Lager neu eingemessen, Zahnflankenspiel, dann ja alles zerlegt, alles einmal sauber gemacht. Sah ziemlich gut aus. Du hast auch das Frontdifferenzial vorne mit drin, also serienmäßig beim Evo. Ja, klar. Das, also das für Vorderachse ist auch hier mit drin. Und das, was im Getriebe drin ist, das große, wo man das, da sieht man das mit dem Tellerrad, ja. Das ist das Mitteldifferenzial. Das sitzt im Getriebe. Ah, ja. Und du hast eine Torsensperre vorne drin, die gab es wahlweise mit Torsensperre und ohne. Mhm. Und du hast ein Modell mit Torsensperre, also schon mal plus. Mhm. Und sieht auch alles gut aus, nichts verschlissen, bis auf die Lamellen. Ne? Mhm. Nee, ich war halt auch sehr, sehr überzeugt vom Fahren. Ich muss aber auch sagen, ich war sehr überzeugt vom Fahren mit schlechten Reifen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das Fahren mit guten Reifen auf jeden Fall auch, aber es ist halt leider dann auch wieder ein anderes Auto so ein bisschen. Weil der Spaßfaktor um diesen Linglong-Reifen, die ich hatte, war echt, echt sehr geil, sehr groß, muss ich wirklich sagen. Ja gut, mit mehr Leistung hast du den Spaßfaktor ja wieder. Wollte ich gerade sagen, ist er wieder da. Gut, wir packen ihn ein, die nicht. Das ist das, was hier hinter ist wahrscheinlich, ne? Genau, da auch beachten, hier dieser kleine Ring, das ist jetzt, der ist auf dem Kopf, das ist oben. Der kommt hier mit rein, ja. Und wenn du den nicht, also den klebst einfach ein bisschen dran mit Dichtmasse, ja. Weil den vergessen viele oder wissen gar nicht, dass da ein Dichtring ist, ja. Dann bauen die das Differential dran ans Getriebe und dann ist das undicht oben. Ja, da muss man aufpassen, dass er auch wirklich da ist. Das sind die Stecker für Düsen, mhm. Das ist der Flansch für Downpipe umbauen. Das ist ein Riemen für ohne Klima. Perfekt. Was sagst du allgemein? Groß, ne? Also dafür, dass du ursprünglich 550 PS hattest. Da sind wir eher von weg. Das und schaffen dann, wir ja nicht. Und dann im Laufe des Tages dich auf 600 plus geeinigt hast. Läuft's! Ist das aber auch nochmal größer als 600 plus, ne? Also wenn wirklich das durchgeht, wie es aussieht, dann ist das eher 700 plus. Hm. Ich weiß. Da müssen wir, ich habe mit deinem Programmierer ja auch schon gesprochen, deswegen machen wir auch E-Gas und alles. Mhm. Und habe dieses kleine Dashboard ja auch bestellt, das sehen wir alles noch. Dass wir dann halt auch einen Modus fahren können, dass wenn er einfach nur Bums haben muss, dass ich ihn laufen lasse ins Loch und er dann kommt. Aber halt auch eine Variante, wo er dann halt einfach quält. Und dann habe ich lieber den Lader an Bord und guck mal, wie er das so findet. Ja, wird interessant. Oder? Nicht, dass er zu spät kommt, ne? Mhm. Weil der ist groß. Also wirklich groß. Das ist original. Mhm. Vor allen Dingen auch mit der Getriebeübersetzung. Ne? Also das wird vielleicht, also ich kann mir vorstellen, es wird ein Punkttreffer für das, was er können muss. Aber dann musst du auch volles Rohr drehen und volles Rohr ziehen und dann kannst du ihn in diesem Fenster dann da sehr aktiv bewegen. Wenn er rausgeht aus dem Fenster, dann muss die Elektrik helfen. Dass man ihn dann mit Anti-Lag und allem drum und dran... Ja, dann zwingt man den auf Drehzahl. Dass man ihn zwingt. Deswegen, also wir wechseln, Leute, diese beiden Schräubchen werden überflüssig werden. Wir gehen von Seilzug auf E-Gas und dann wird es näher an sowas. Die haben zwar kein E-Gas, die haben es anders gelöst, aber dann geht's mit hart. Die haben das E-Gas damals überbrückt mit einem Trottelkicker. Das wurde dann über Unterdruck. Gab es einen Hebel quasi, der die Drosselklappe mit aufgedrückt hat. Mhm. Und damals waren die noch nicht so weit mit den E-Gas-Geschichten. Was denkst du, kann der Block? Leistungstechnisch? Mhm. 800. Gut. Für das ist geil. Das, ne? Ist echt. Aber jetzt haben wir relativ viele Großmotoren gesehen wieder. Und wir bauen jetzt einmal zusammen mit Schalter. Wollen die ganze Elektrik zum Laufen kriegen. Weil ja wirklich jetzt ist schon Elektrik-Party. Also jetzt ist schon wirklich eine Menge mit dem ganzen E-Gas-Geramse. Und was noch alles dazu kommt, wir haben ohne ein Kleinzeug, was jetzt nicht mit dir zusammenhängt, auch noch am Auto dran, was kommt. Das alles zusammen, dass wir, wenn wir das Auto im Laufen haben, so funktioniert, dass wir dann das Getriebe wechseln. Ne? Also nicht, wie ich ja meistens sage, nicht alles auf einmal, sondern dass wir jetzt wirklich einmal mit dem originalen Getriebe, zumindest dass er läuft, man kann schalten, man kann fahren und dann geht es weiter am Text. Eine Sache noch, was ich sagen wollte, mit der Kupplung. Mhm. Ursprünglich war ja weniger Leistung gedacht und die Kupplung ist vom Hersteller für um die 750 Newton. Es könnte halt sein, dass wir da Grenzen überschreiten mit den Turboladern, wenn die wirklich so funktionieren, wie die aussehen. Ja, aber ich dachte, also meine Erfahrung ist, wenn die Nagel neu sind und du das nicht drauf anlegst, kannst du nochmal einen 100er draufrechnen eigentlich du, in der Regel? Du hast Vorteil, dass du nicht kuppeln musst mit dem sequentiellen. Verschluss. Dann hast du nicht dieses Reibmoment beim Schalten. Ne? Da hast du dann wirklich einen Vorteil. Und in den unteren Gängen oder beim Anfahren, da kannst du gar nicht das Drehmoment auf die Kupplung geben, weil vorher die Reifen durchdrehen. Deswegen das hättest du nur in den oberen Gängen. Guter und Punkt, ja.
ich weiß halt nicht, wie weit die dann wirklich hält, ne? Also die ist angegeben... Ja, aber alles, aber von 1, 2, da ist sie ja eh nicht im Game. Ja, ja, da ist die dann geschlossen und fertig, ne? Genau, und gut ist. Du meinst, dass sie wirklich im Gang wegrutscht, dass sie einfach nicht... Normalerweise hast du ja das Problem beim Schalten. Genau, aber... Also eigentlich Leistung oder Drehmoment überschritten von dem, was die Kupplung kann. Dann hast du beim Schalten hast du auf einmal ein Rutschen und das wird dann schlimmer genau. Und irgendwann rutscht nur noch. Genau. Beim Sequenziellen hast du das ja nicht. Du hast ja beim Losfahren Kupplung zu und die bleibt zu. Genau. Nur was ich halt auch kenne von den damals, wo ich rumexperimentiert habe, bei den RB26, dass das Drehmoment so stark sein kann, dass gar kein Schaltvorgang da liegt, sondern dass du einfach zwischen Kurbelwelle und Getriebe gar nicht mehr transportieren kannst, sondern dass er wirklich im Gang einfach wegrutscht. Mhm. Okay, wir laden ein und fahren rüber. Wird spannend. Los geht's. So, wir sind zurück in der Firma. Motor hängt da dran, aber was ihr sehen könnt, ist hier noch ein riesen Haufen an Zeug. Wir haben jetzt hier drauf stehen und hängen jetzt Motor und Getriebe rein. Der Punkt ist nur der, es ist so viel Zeug da, dass ich jetzt mit dem Aktenzeug auf jeden Fall einmal quatschen muss, da könnt ihr gerne bei sein, was wirklich noch an Teile alles reinbauen und haben. A lot. Warte mal, ich sehe gerade was. Hier, der hier ist nicht mittig. Doch, der ist mittig. Ja. Ja. Wir gucken nämlich gerade, wir haben von Powerflex nämlich Motorlager bekommen, aber die sind ein bisschen exzentrisch. Das ist das Originale. Und die haben wir hier bekommen. Was ist denn auch von der Dicke? Nee, passt. Beim Einbauen kannst du ja die verdrehen. So, dass sie dann passen. Nee, dann irgendwo geht er nach vorne. Die sind ja frei beweglich da drin. Aber irgendwo geht er dann hin. Der geht entweder nach vorne oder nach hinten. Das ist bei dem scheißegal, weil es ein Vollmaterial ist. Nee, aber du meinst, wenn du es verdrehst, dann wirst du ja immer den Motor irgendwann nicht in der originalen Position haben. Nein. Dicke, was ist das? Also, wenn wir hier sehen, ist, dass das deutlich härter ist. Müssen wir einmal schauen, wie das die Jungs sich hier gedacht haben. Wie das reinkommt, dann haben wir auch noch so eine Drehmomentstütze drin. Aber, also, ich kann gerne mal anfangen sollen. Wir haben ja jetzt, wir müssen auf jeden Fall was umschweißen, weil das ist die Downpipe, die wir drin hatten. Die fahren wir auch, aber unser Ellbogenstück ist ja jetzt viel größer. Am Turbolader. Sprich, der Größe hier. Okay? Hm. Davon haben wir aber ein V-Band und dann werden wir einfach den V-Band an die alte Downpipe dran schweißen und dann haben wir da schon mal unsere Position. Das gibt es doch nicht. Das liegt ja auch überall rum. Pony, was ist denn momentan los? Das ist ja auch überall. Krasser Typ, Alter. Dann werden wir natürlich den Ladeluftkühler auch nochmal umschweißen, damit wir unsere Brille hier vorne auch fahren können. Aber EBC-Bremse machen wir gleich. Wir fahren ein frei programmierbares Steuergerät. Und zwar ein Link-ECU. Das wird wirklich sehr, sehr anspruchsvoll werden. Weil wir haben den Plan habt ihr schon bekommen, ne? Den Kabelbaumplan ja. Da, um auf frei programmiert umzubauen. Dann haben wir hier noch so einen Bedienpad. Das kommt dahin, wo das Radio ist. Aber wir brauchen das Radio nämlich raus, weil das brauchen wir dann nicht mehr. Wenn du eine Dockbox hast, brauchst du auch kein Radio. Das kommt alles raus. Das heißt, die Boxen kommen raus. Wir verlieren ein bisschen Gewicht. Nicht viel, aber ein bisschen. Dann haben wir hier... Was machen die Tasten denn da? Genau, pass auf. Ich weiß nicht genau, wie man die einsetzt. Aber guck mal. Jetzt hast du hier so kleine Knöpfchen. Die kannst du dann da so reinsetzen. Also Launch Control zum Beispiel. Jo, ich glaube, das geht so. So ein bisschen drehen, glaube ich. Dann rastet das da so ein. Cool. Also wir haben Launch Control, wir haben Boost Plus, wir haben Boost Minus und wir haben einen ganz tollen Knopf, und zwar ALS, Anti-Lag System. Jetzt kommen wir schon zum Punkt, denn wir rüsten um auf eine Evo 10 Drosselklappe, denn diese Evo 10 Drosselklappe hat das gleiche Flanschbild wie die Evo 9. Das heißt, wir haben ein E-Gas. Vorher war der Motor mit einem Seilzuggas. Elektronisches Gas. Bedeutet, wenn wir dann nämlich in das volle Anti-Lag-System reingehen und wir fahren auf eine Kurve zu, dann wird dieses Auto... Weil wir Leistung generieren, genau. Mal wieder Boost. Und dann haben wir direkt aus der Kurve wieder volles Rohrboost. Warum brauchen wir das? Weil unsere Schweinelader aufgrund meines zu hohen Willens sehr groß geworden sind. Und deswegen brauchen wir das. Okay? Das. Damit das funktioniert, haben wir auch noch das hier bestellt. Warte. Und zwar ein E-Gas. Auch aus dem Evo 10. Das heißt, wir brauchen auch ein neues Gaspedal. Alles nicht so easy, wie man es hier so denkt. Aber neues Gaspedal. Im Vergleich zum Seilzug natürlich. Aber das heißt, wir haben ein ganz anderes Fahrgefühl, können ganz anders dosieren und haben ganz andere technische Möglichkeiten im Vergleich zu einem Seilzug. Dann haben wir Stabis für die Hinterachse.
damit er sich dementsprechend bewegt. Da müssen wir nochmal vermessen. Das hatte ich an dem Abend, bevor wir den Motor rausgebaut haben, noch alleine abends hier gemacht. Dann fuhr er schon deutlich besser. Wie kam er zurück von der Leise See? Das war der Abend. Ah. Da habe ich dann nochmal selbst ein bisschen eingestellt. Das war wirklich... Dann haben wir eine Domstrebe für die Hinterachse. Die kommt dann so da rein. Okay. Ja. Haben dann da nochmal einen besseren Punkt von der Verbindung her von rechts nach links. Unsere Batterie ist schon im Kofferraum. Wir haben viel mehr Platz hier neben oder auf dem Getriebe. Wir bauen auch erstmal das Schaltgetriebe ein, also normal 6-Gang, weil wir das Getriebe noch bauen müssen. Das kommt im nächsten Video, dann bauen wir unser Getriebe. Dann haben wir den neuen Benzinregler. Also ihr merkt, ich habe ein bisschen, es ist durchgegangen. Es ist wirklich durchgegangen. Ich habe alles Mögliche gekauft, was ich irgendwie nur gefunden habe. Wir haben Carbon-Haubendämpfer, damit wir dann unsere Haube offen stehen. Lach nicht! Hä? Mich freut sowas doll. Der hätte auch normal sein können. Muss ja kein Carbon sein. Die kosten das Gleiche. Dann legen wir unseren Sitz tiefer. Weil die Sitzposition ist immer so ein bisschen sehr hoch und man fühlt es dann, wenn man wirklich knacken lässt, so ein bisschen auf dem Pferd statt im Pferd. Man will ja auch nicht wirklich im Pferd sitzen, aber du weißt mal, man fühlt sich integrierter. Ne? Also die Sitze kommen dann dementsprechend runter. Das ist auch von EvoWorks 4,5 cm tiefer gelegt. Boah, ist schon viel. Ja, das ist wirklich gut. Das ist geil. Kommt dann der Sitz dementsprechend runter, das heißt, wir fahren die originalen Sitze weiter. Dann haben wir hier die Kurbelwellenlüftung von Porsche. Dann hier unsere Benzinpumpe ist eine Hellcat-Pumpe. Und ich habe erst gedacht, ach krass, cooler Name, so wie das Auto. Das soll wohl auch eine Hellcat-Pumpe sein. Also aus diesem Auto. So habe ich es dann aufgeschnappt. Ne? Ich glaube auch, dass die brushless ist, glaube ich. Also die macht richtig Vorwo. Und die kann wohl auch. Diese Pumpe bauen wir aber. Und Leute, es ist wirklich so, ne? Also ich lasse mich gar nicht drauf. Ich lasse mich doch drauf ein, merke ich gerade. Es ist keine Werbeveranstaltung, sondern es ist alles bezahlt, ne? Hier ist nichts von irgendjemandem bekommen. Alles gekauft. Und wieder Radium gekauft, weil ich muss wirklich sagen, da habe ich mich echt selbst beworben, Alter. Ach stimmt, kann man nicht übersehen. Kann man echt nicht übersehen. Also ich finde das echt gut. Denn wir rüsten nur in den originalen Tank nach. Nur den Hänger. Das heißt, das. Oh. Akins, komm mal her. Komm mal. Eine Pumpe, ne? Kommt da rein. Ja, nur die Hellcat, kommt da rein. Haben wir dann einen schönen Deckel. Ist das geil? Leider sieht man den nicht wirklich, ne? Rauslassen, ne? Aber will ich nicht. Ich will, dass der Wagen eigentlich von innen Auto bleibt. Ah, oh, sieht das geil aus. Krass. Und hier wieder beweglich. Hm. Gut, ne? Das machen die echt geil. Das war auch gar nicht so teuer, das Teil. Dann hast du hier noch so ein Montagekit. Ja, auf jeden Fall, die Pumpe kommt dann da rein. Geht dann auf unseren Benzindruckregler von Aeromotive und dann auf unsere Fuel Rail drauf. Die wir ja nicht brauchen, ich weiß. Die war jetzt wieder schissi. Link ECU ist wirklich ohne Ende Kabelgedöns und alle möglichen Sachen, die der irgendwie machen muss. Da haben wir auch gefragt, ob wir einen besseren Preis haben können und so. Und haben auch, glaube ich, ein bisschen Rabatt bekommen. Teuer. Ach nee, das habe ich bei MPS, das Steuergeld habe ich beim MPS bekommen. Da habe ich einen guten Preis bekommen, also seinen guten Händlerpreis. Aber die anderen Sachen von Link, das war echt teuer. Auf jeden Fall, das Ding schallerst du dann, ich glaube, ins originale Steuergerät rein. Boah, dieses ECU ist fitter, 7 Bar Map-Sensor. Das ist viel. Ich kenne, also es gibt so 3 Bar Map-Sensoren, aber 7 Bar Map-Sensor ist schon ordentlich. Okay, so, dann haben wir hier. Wenn du sowas kaufst, dann weißt du nicht mehr, wohin. Weil es bringt, glaube ich, echt nicht so viel. Und zwar haben wir hier so eine Cooling Plate. Ich zeig dir, wo die hinkommt. Das Teil. Ach. Das ist echt schiefi wieder hier. Ja. Aber das sitzt dann hier drin. Und das, ich glaube, man sagt, dass dann hier ein bisschen Luft so verloren geht. Aber das ist komplett Quatsch. So. Das ist aber auch nicht teuer. Das kommt hier noch zwischen. Und macht dann den Motorraum noch so ein bisschen. Ich merke es selbst gerade. Okay, dann das hier. Genau, das ist die Blende fürs Radio, aber das Radio ja rausschmeißt, um ein bisschen Gewicht zu verlieren. Und das war hier, wir das wirklich gut nutzen können. Also das Ding. So, und dann haben wir hier nochmal ein originales, verstärktes Blow-Off-Ventil. Hat uns auch der Herr Bold empfohlen, was wirklich
ganz Cooles hier an dem Teil ist, dass das wirklich auch sowas ist, wo man merkt, dass die Rallye-Autos, wo Sachen kaputt gehen, das verbessern die, verbessern die, verbessern die. Weil das original gleiche Teil hat das Auto drin in Plastik. Ah. Genau. So. Ja. Jo. Ne? Einfach verstärkt, gleiche Ding und wird seinen Dienst auf jeden Fall tun. Und auch nicht rezirkulierend, also nicht offen, also kein Psch, 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 Psch. Mhm. Dafür aber über die große Ansaugung werden wir natürlich Turbogeräusche haben. Der Unterschied ist echt krass. Ich zeige euch das nochmal eben. Ich denke, so kann man es wirklich nochmal ganz schön sehen. Dann machen wir so. Hm. Hammer, ne? Wenn man so einmal rumdreht, okay, nee, Daumenpack ist dran, aber guck dir mal das Abgasrad an. Legen das mal so eben noch mal hin. Mhm. Dann müssen wir halt schauen, wie wir da wirklich zum vernünftigen Ziel kommen, weil wir haben jetzt extra zwei Lader gemacht, weil die Geometrien ein bisschen unterschiedlich sind, um zu gucken, wie viel, wo ist das Ansprechverhalten wirklich gut. Weil das Anti-Lag zu benutzen, ist natürlich eine Lösung, aber das kannst du natürlich nur machen dann auf abgesperrter Strecke. Das kannst du im Straßenverkehr nicht bringen. Was? Nein. Voll geil. Nein. Ohne Kurve. Das, wir sprechen nochmal. Ich stelle dich hinter das Auto und dann drück drauf und dann machen wir es nochmal. Hängt davon ab, was man für einen Auspuff hat. Da kommen wir nämlich gleich noch zu. So, jetzt haben wir nämlich hier drin quasi eine Kopie von der Verrohrung von diesem Rallye-Art-Zeug. Oh, geil. Hi. Sie, hier war auch ein Adapter sogar bei, in Kunststoff. Der gibt sogar so eine leichte Rotation, so eine leichte Turbinenart vor, siehst du das? Der geht runter und der geht so hoch. Muss man schauen. Also auf jeden Fall ist das unser Ansaugapparillo, glaube ich. Weil die Rohre sollen nämlich nicht zu groß sein. Es macht nämlich auch Sinn, dass die teilweise etwas kleiner sind, um halt auch gewisse Geschwindigkeiten zu haben. Weil wenn du nämlich zu große Laderohre machst und wir wollen ein Auto, was wirklich sehr, sehr gut Ansprechverhalten hast, dann macht das keinen Sinn, dass du da jetzt riesengroße 3-Zoll-Leitungen überall hinknallst, sondern eher ein Tick kleiner unterwegs bist. Dann haben wir hier nochmal einen neuen Luftfilter auf, in dementsprechend Durchmesser, dass das Ganze auch dann wirklich schön funktioniert. Aber wir werden das so nicht mehr brauchen, denn wir fahren das Auto nämlich ohne Luftmassenmesser. Das heißt, da müssen wir uns was bauen, dass wir von dort ein schönes Maß haben auf unseren Turbo. Das können wir technisch gesehen auch selbst bauen. Ne? Mhm. Das machen wir ab zum Schluss, da kommen wir ja nochmal gut dran. So, und jetzt kommen wir zu den ganz spannenden Sachen. Das ist schon mal alles cool. Mhm. Hier noch so eine Abdeckung für die Haube in Carbon nachher. Das ist aber alles Shishi. Zwar hier drin haben wir der Auto, der jetzt drunter ist, ist ja cool. Und der ist aber sehr auf der dezenten Seite. Jetzt haben wir einen zweiten Auspuff. Den haben wir auch vor ein paar Tagen ähnlich so montiert. Aber ich habe mir gedacht, doppelt hält besser. Denn wir fahren jetzt beim Evo auch. Hm? Den schönen Durchmesser. Genau. Nee, auch Carbondämpfer, ein bisschen leichter. Und fahren halt jetzt dann auch Kanonenrohr-Style am Evo. Genau, mit einem neuen Halter auch dabei. Da können wir eben das vergleichen. Ich glaube, der Endtopf müsste sogar noch dran sein. Ne? Das ist ein normaler Topf vom Aufbau. Das ist schon eine andere Nummer hier. Und lautstärkentechnisch ist das kein großer Unterschied. Weil der hat einen kleineren Mitteltopf, der hat einen größeren Endtopf und der hat einen bisschen größeren Mitteltopf da drunter. Klar ist das hier bisschen dumpfer und auch schon lauter als der andere, ganz klar, weil der andere Dämpfer einfach viel besser sprechen kann als dieses Carbonrohr dann da. Ne? Aber ich glaube, es ist ein gutes Detail. Und der ist auch so leicht schräg dann, weißt du? Ja, wie wir okay. Es normalerweise kennen. Genau. Von JDM-Style. Also, wir haben, wie ihr seht, sehr, sehr, sehr viele schöne Sachen. Ich würde sagen, wir machen so einen kleinen Mini-Porn von all den Sachen, die jetzt nochmal dazukommen, die drankommen. Genau, und dann kommt es halt noch zu dem Punkt, dass wir dann die Mühle ist nur zum Laufen kriegen müssen, weil der hat da wirklich spannende Sachen geschrieben. Weil er wird über online mit der Programmierer das dann alles schon mal einpflegen, also eine Basemap muss drauf gespielt werden. Aber dann alles andere wie Lambda einpflegen, Leerlauf, Teillast und so weiter, mache ich dann online auch oder vor Ort, je nachdem wie es läuft. Dann hat er eine schöne Anleitung noch geschrieben, wegen der Drosselklappe und wo wir das alles einpinnen müssen. Weißt du? Ja. Weil das Auto hat das halt normalerweise nicht. Das heißt, das Steuer geht ja auch nicht. Das Steuer geht ja eigentlich gemacht für ein Evo mit Seilzug. Das müssen wir dort einmal alles reinbauen. Und dann dementsprechend
Steuergerät. Mhm. Müssen wir halt alles dementsprechend reinmachen. Eins können wir noch gucken, dass dieses Carbon-Ding für die Haube. Akens, machst du einmal die Haube runter? Hat Akens rausgesucht, das Teil. Nee, doch. Cool. Cool. Okay? Ja. Geh los. Bis gleich. Also, wir sind gerade zurück aus Amerika, was aber scheißegal ist. Aber wir haben uns es nicht nehmen lassen, denn der Akens hat weitergemacht an unserem wunderschönen Evo. Wir gehen rüber und wir versuchen gerade, die ganze Bude zum Laufen zu kriegen, weil da sind sehr, sehr viele einzelne Stationen, die complicated sind. Musstest du rennen? Nö, nur mich. Du musstest ein bisschen sliden, deine super zarte Hüfte? Also, Akens ist das da. Du siehst müde aus. Ach, alles gut. Ehrlich, so soll? Nee, das Auto ist gut. Das muss jetzt der müde sein darf, bin ich gerade, glaube ich. Ja. Also, wir haben, kannst du mal geben, das alte, ja, alte Platine. Das ist das originale Steuergerät. Ich habe euch das andere ja gezeigt, von Link. Das haben wir eingesetzt. Und jetzt wird der süße Akens gerade diese Basissoftware schon mal draufspielen, plus die Drosselklappe zum Laufen kriegen. Genau. Was gerade nicht gut läuft. Ja, das muss alles so, ich habe alles eingegeben, aber... Kannst du mal hier hinhalten? Du musst eigentlich mal so verschiedene Voltwerte eingeben, ne? Man kann das hier sehen. Und jetzt muss ich zum Beispiel... 500 Hertz. Wenn man jetzt hier... Da muss ich jetzt zum Beispiel... Das ist der Gaspedal Poti, ne? Das ist der Accelerator Position Sensor. Ja, das muss ich halt alles noch machen. Nee, hast du doch schon. Das habe ich, aber ich habe irgendwas eben noch eingegeben. Warte. Also das ist halt der Vor- und Nachteil von einem frei programmierbaren Steuergerät. Du nutzt quasi einen kleinen Computer, der schon von vornherein weiß, dass er zum Beispiel 4 Kanäle hat oder 8 oder 10 oder 12 für Zylinder. Und dem bringst du halt bei, hey, das und das Feld ist für die Düse oder das und das ist für eine Drosselklappe. Und so kannst du dem alles Mögliche beibringen. Du könntest mit Sicherheit auch mit einem frei programmierbaren Steuergerät auch einen Kühlschrank betreiben. Oder keine Ahnung, was du damit betreibst. Also das kommt komplett leer? Oder kommt das mit so einer Basemap pro Auto? Ach so, das ist unterschiedlich. Manche kommen mit einer Basemap. In unserem Fall ist das, glaube ich, leer, aber man kann eine Basemap runterladen für einen Evo 9, weil die Platine ist ja schon passend für das Steuergerät. Also es gibt eine Basemap. Aber diese Basemap braucht natürlich immer das Maß von den Einspritzdüsen. Weil eine Düse hat ja zum Beispiel 750 Kubikzentimeter oder eine 1000er Düse mit 1000 Kubikzentimeter. Da sind wir eigentlich beim Thema mit 1000 Kubikzentimeter. Denn ich muss influencermäßig, bevor ich weiterquatsche, mal eben was leisten hier. Ich muss hier meinen Influencer-Pflichten nachkommen. Denn ich bin auch gerade aufs Flugzeug gestiegen, bin todmüde und werde jetzt Folgendes tun. Kommt mit, ich werde euch jetzt bewerben. Ich habe nämlich mein Travel-Pack vergessen von AG1 und muss das jetzt mitnehmen. Der Runter hat mir das Vorbild, ich schon mal, wie der es hier hingelegt hat. Guckt das mal an. Das ist ja schon quasi Werbefoto-like, oder? Kannst du nicht sprechen? Was ich aber sagen muss, ich weiß, und die Kommentare werden sie ja wieder stapeln, aber ich lasse auf das Zeug jetzt gar nichts mehr kommen, weil wenn ich es 3-4 Tage nicht nehme, spüre ich es schon. Und zwar spüre ich es einfach, worüber man nicht so gern redet. So, verdauungstechnisch. Okay, ich war in Amerika, kann auch damit zusammenhängen, dass es verdauungstechnisch allgemein etwas schwieriger ist, wenn man dort ist. Aber das hilft schon wirklich sehr, sehr, sehr doll. Ich habe was vergessen. Ich bin, glaube ich, echt der falsche Influencer, merke ich immer wieder. Aber jetzt ohne Spaß. So ein Tag wie heute ist ein sehr gutes Beispiel. Ich bin heute Morgen in Santa Monica aufgestanden, habe auf dem Flug nicht gepennt, habe auf dem Flug gearbeitet, bin jetzt von Frankfurt nach Dortmund gefahren. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass es ein absoluter Horrortrip ist, wegen dieser gesprengten Brücke da. Also fährst du da einmal komplett durch die Karpaten. Bist jetzt in Dortmund angekommen und jetzt kommt der Punkt. Wir haben kein Video, was am Freitag läuft. Wir haben ein Video für Donnerstag. Aber kein Video für Freitag. Das heißt, ich muss jetzt in der Lage sein, dementsprechend Power zu haben. Und jetzt könnt ihr mich steinigen, aber ich sage euch ganz ehrlich, dass das Zeug hilft. Ich habe mehr Konzentrationsfähigkeit, ich habe länger Konzentration, weil immer wieder so ein Energy Drink pfeffer ich mir auch mal rein. Der pumpt mich auch auf jeden Fall hoch. Flo grinst schon wieder. Das macht er auch, macht der Weg. Der pumpt mich hoch. Aber der Crash danach ist auf jeden Fall doll. Und das ist hierbei, wenn ich jetzt heute nur trinke, merke ich es nicht so doll. Aber wenn ich jetzt wieder hier bin und ich trinke jetzt jeden Tag, oh, ich vergesse mein Travel Pack nicht, dann merke ich schon, dass es anhaltender, gleichmäßiger Power ist und ich nicht zusammensacke. Weil wir haben jetzt 14.36 Uhr nach einem Tag, wo ich, keine Ahnung, können wir ausrechnen, wie viele Stunden ich jetzt wach bin, halt jetzt das Steuergerät von Evo mir angucken muss und das Ding muss gleich laufen. Und das ist eine Situation, wo das wirklich nicht einfach ist. Plus ich trinke es auch gerne, weil es gut schmeckt.
Ne? Prost, ich muss sofort zurück. Wir können das upspeeden, ja, bevor ich hier nerve. Digga, war das Wasser in der Antarktis? Das steht jetzt seit einer Stunde draußen, also ganz so kalt kann es nicht mehr sein. Es kommt aus deinem Kühlschrank. Das ist echt kalt. Das schmeckt cool und kalt. Nein, was ich damit sagen will ist, und ich würde es nicht bewerben, wenn ich es nicht gut finden würde, probiert es einfach aus. Ihr könnt das Abo, also ihr kriegt es zugeschickt, wenn es euch nicht zusagt, bekommt ihr die Kohle zurück. Ich empfehle immer dieselbe Uhrzeit, so wie unsere Videos, 11.30 Uhr, nein, ihr könnt eine andere Uhrzeit wählen und über einen längeren Zeitraum probieren und dann bin ich der Meinung, müsste sich was bei euch einstellen, dass ihr was merkt. Wenn es nicht so ist, dann seid ihr entweder schon eh mega fit oder ihr braucht das Ganze nicht, aber es hilft einfach zur Ergänzung bei der Ernährung und das ist eine Sache, die ich meiner Meinung nach sehr, sehr empfehle. Gerade für so einen Typen wie mich, der so viel durch die Gegend rennt. Jetzt gehen wir zurück zum Evo, okay? Los geht's. Hallo Akans erstmal. Schönen Flug gehabt. Schönen Flug? Ja, doch. Zurück ist immer geiler als hin. Ne? Aber, ey, was wirklich krass ist. Ich war nicht mit Flo da, sondern mit Pony. Ich kenne keinen Menschen, der krasser schläft. Der Typ setzt sich ins Flugzeug und von dem Punkt an wird er wach durch das Rütteln von der Landung. Das ist kein Scheiß. Das ist eigentlich ganz geil. Kein Scheiß. Okay, du hast abgezogen von, um zu sehen, ob sie gleich geht, ne? Genau. Sonst ist eigentlich alles so. Was war das hier nochmal für ein Sensor? Das ist für die Lambda-Sonde. Aber was genau? Der ist doch komplett die neue Breitband-Lambda-Sonde, soweit ich weiß. Und die läuft jetzt über das CAN. Das Modul, was du mir mitgegeben hast, hier dran. Weil der hat ja, der Kabelbaum hat ja einen Lambda-Sondenanschluss, deswegen wundere ich mich. Genau, der ist jetzt weg. Aber ist das denn, ist das eine Ende denn, nee, das ist nichts von dem originalen Lambda-Anschluss, ne? Warum machen die das nicht, das frage ich mich. Weiß nicht, der normale Lambda-Anschluss ist hier. Der ist offen natürlich, ne? Ja, ich habe den trotzdem eingesteckt. Ja. Aber wo ist die Lambda-Sonde? Die ist weg, die geht normalerweise hier rein, hier rüber und da rein. Krass, okay. Dem ist natürlich noch ein bisschen... Ja, das wird alles noch richtig. Genau. Aber was wir auf jeden Fall haben, ist, wir haben unterschätzt, was das für einen Aufwand ist. Massivst. Kleinigkeiten, das ist das Problem. Ja, also ich glaube, ich bin davon ausgegangen in meinem Kopf, da ist der Akten so 3 Tage ungefähr dran und du bist jetzt dran 10 Tage. Ja, aber ich muss ja immer mal kurz das. Ist schon klar. Ne? Aber sonst ja. Aber in 3 Tagen aber auch reingerichtet. Und dann wollten wir das ja eigentlich als Ganzes haben, aber hier ist so ein Rückschlag drin, deswegen geht das nicht als Ganzes. Mhm. Aber das ist jetzt auf jeden Fall fest. Das ist, das, ne? Das ist 100% fest. Also das ist die Leitung, die Unterdruck versorgt zum Bremskraftverstärker. Weil so ein Bremskraftverstärker kann keine Bremskraft wirklich verstärken, wenn er nicht ein Medium bekommt, wie Unterdruck. Mhm. Ne? Da kann das jetzt nicht. Es gibt elektrische, aber das Teil ist halt mit Unterdruck. Und damit du da nicht volles Rohr rein oder zurückgeht, ist hier ein Rückschlagventil drin. Dann haben wir unseren Benzindruckregler hier hinten an der Wand. Ja, das mussten wir auch halt alles noch einzeln nachbestellen. Ne? Das dauert halt auch immer. Die Anschlüsse, ne? Welche 6 Anschlüsse, den Anschluss für hier hinten. Also den hatten wir doch, oder? Ja, aber nicht der, der da drauf kommt. Das Schwarze hatten wir nicht. Aha. Nur das Blaue. Okay, krass. Ja. Ist das aber so gelagert, dass das hier das sich drehen dicht kann? Sein. Ne? Ja, hier ist auch. Hier kannst du jetzt auch drehen. Machen sie alle einen auf. wie heißt das nochmal? Auf Radium. Das kann man alles drehen. Nee, der ist doch nicht dicht, Alter. Das ist original. Ja. Mhm. Wir haben gleich gesehen, wie die Benzinpumpe geht. Das ist ein Springbrunnen. Die läuft schon, die Benzinpumpe läuft ja. Aber waren da nicht irgendwelche Teile von Radium, die fehlten? Ja. Fehlte, ne? Das ist auch ein Punkt. Das dauert auch wirklich. Bei Radium, also ich finde die Filme auch noch geil, aber da fehlte ein Adapter, der quasi das Verbindungsstück von der Pumpenlänge oben in den Kopf, in den Kopf reinmacht. Ein bisschen unordentlich, aber das ist die Pumpe, die musst du einmal hier bearbeiten, weil es gibt das als anderes, aber muss ich bearbeiten, damit das hier reinpasst, weil vorher auf der anderen Seite passt halt gar nicht rein. Genau. Und eine reicht ja von denen. Genau. Und wenn wir die jetzt hier draufstecken würden, sieht man ja, dass ich direkt davor bin. Das heißt, so ein Adapter funktioniert nicht. Und da gibt es dann extra den Adapter. Der kommt dann hier drüber. Ja. Und dann passt die erst. Und den schraubt man dann zusammen mit dem Bus. Genau. Ne? Den haben wir gar nicht. Genau, habe ich alles durchsucht. Und was mit dem jetzt? ich hab sowas gedacht, nicht. Aber. Das ist aber ganz oft, wenn der Chef kommt, dann passiert immer sowas. Genau. Das ist auch angekommen. Das muss auch noch. Genau, unsere Ladedruckanzeige separat. Wissen wir jetzt, was für ein Durchmesser das Ding hat? Was? Welche Anzeige da reinkommt? Weil da stand 56, glaube ich, ist das. Ja, ja. Habe ich aber auf der anderen Seite gefunden. Die haben es auch angeboten und da stand es dann bei. Okay. Also wirklich. Aber kannst du mal ein Messi übergeben? Gucken wir mal eben genau, dass wirklich das Maß ist. Da haben wir ein bisschen Gewicht, also minimal Gewicht rausgeschmissen. Ne? Radio, die Box müssen wir noch rausnehmen. Den Auspuff haben wir montiert, der hängt aber ein bisschen tief. Da müssen wir gleich nochmal lösen. Das Gemisch mal, kannst du die beiden Imbus mal eben besorgen? Von der Schelle. Dann würde ich die Schelle nämlich lösen und nach oben biegen und die Schelle wieder festziehen, weißt du? So. Auf der anderen Seite. Siehst du die da? Die ja, genau. Also hier Außenmaß ist
52 habe ich vertan. 52 ist die Anzeige. Das kommt dann oben auf die Lenksäule drauf. Und dann siehst du da Ladedruck. Und dann haben wir das schon mal. Arbeit. Das ist echt Arbeit. Das ganze Kabelgedöns, um ich kann ganz ehrlich sagen. Dann habe ich noch eine Sache eigentlich vorgehabt. Das machen wir aber dann im nächsten Video. Und zwar hatte ich so viel Spaß am Aluschweißen. Das Garrett-Netz ist gekommen. Das kriegen wir jetzt natürlich in der Kürze nicht mehr hin. Und dann würde ich gerne probieren, dass wir diese Kästen aufsägen und dass ich die hier drauf schweiße. Ich habe relativ viel geschweißt, früher Edelstahl, aber Alu das eine Mal da nur. Das heißt, ich würde die absägen, würde mir ein paar Stücke davon zur Seite legen, ein bisschen üben, wie viel Temperatur, wie viel Hitze, also wie viel Strom das Alu wirklich ab kann. Dann mir das angucken und dann musst du das Teil genau hier drauf schweißen. Und es muss dicht sein. Das heißt, also Dienstag ist Amando wieder da. Der kann auf jeden Fall drüber gucken, wenn du das machst. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Du siehst, hier oben haben die halt irgendwie schon so ein bisschen Material aufgetragen, weil sonst das Verschweißen, glaube ich, auch relativ schwierig, ne? Siehst du das? Hier haben so. Die das selber verschweißt hier? Muss das nicht selber? Ja, genau. Die sind auf jeden Fall so verschweißt, aber ich verstehe eigentlich nicht, warum hier wirklich eine Naht ist. Siehst du das? Vielleicht, um das gleichmäßig zu haben. Aber ist auch schon viel Arbeit, ne? Guck das mal. Und vor allem so super gleichmäßig. Guck ja, mal ne? Hier. Genau, das hat sehr lange gedauert von der Lieferzeit her. Ist aber jetzt gekommen. Also was ist das für ein Unterschied zu dem Original? Die Qualität des Netzes. Weil wenn du dir nicht mal anschaust, das ist eine gute Frage, fällt mir sowieso auf, dass ich oftmals, wenn ich dann so Videos im Nachhinein sehe, zu wenig erklärt habe von dem, ihr müsst ein bisschen nachvollziehen, dass so viele Jahre Videos machen, dann denke ich immer, ich habe das doch schon so oft erzählt, dass ich dann selber vergesse, das irgendwie nochmal zu erwähnen. Das nervt mich selbst, dass ich so über Punkte hinwegspringe. Jetzt denkt man sich, hä? Die Netze sind ja eigentlich fast gleich. Das kann ja nicht sein, dass nur das Stückchen hier, dass das jetzt so viel mehr Leistung bringt oder so viel besser ist von der Kühlleistung. So, jetzt gibt es verschiedene Netzqualitäten, ne? Und zwar meistens ist dieses Netz in der Mitte nochmal in dem Alu, guck mal so aufgefächert. Das heißt, diese Fläche hier kann viel mehr Kühlleistung generieren, weil einfach Luft in Kontakt kommt mit mehr dünnflächigem Aluminium und kann der Hitzeaustausch besser sein. Das ist aber nicht der ganze Grund. Der Ladedruck bei dem hier schießt durch dieses Ding durch, ne? Das hier, ne? Mhm. Jetzt haben wir unseren Lader und wir gehen ins Gas. Und das war auch letztens ein Kommentar unter einem Video bei dem A4B5. Was ist denn jetzt besser, Jean-Pierre? Auf der einen Seite sagst du, langer Ladedruckweg ist nicht schlimm. Oder langer Ladedruckweg ist nicht schlimm, weil die Luft sich so schön aufbaut. Auf der anderen Seite machst du jetzt wieder einen kurzen Ladedruckweg. Ich sag, es ist von Lader zu Lader und von Auto zu Auto unterschiedlich. Weil bei dem A4B5 hätte ich nicht erwartet, dass das Ergebnis so gut ist. Sag ich dir ganz ehrlich. Habe ich nicht gedacht. Nur, ich hätte halt auch Spaß dran, höhere Kühlleistung zu haben und einen kurzen Weg. Ergebnis war sehr gut beim A4B5. Aber jetzt müssen wir uns überlegen, der große Schweinelader pustet jetzt durch dieses Röhrchen und hat die kleinen Jungs hier. Okay? Das heißt, der Gegendruck auf der Seite des Kastens wird ziemlich amtlich sein. Der muss diesen Druck hier irgendwie und dann wieder weiter. Jetzt kommt er hier an und der hat diese, natürlich perfekt, hier was Offenes, da strömt er durch diese Fläche. Ja, ist er dreimal so dick. Genau. Das heißt, der Gegendruck ist geringer, dann die Netzqualität ist dementsprechend besser und er kann richtig, richtig feste abarbeiten. Das ist ziemlich gut. Plus, ich kann mir vorstellen, dass dieses Netz, diese Leitung hier drin, keine Rippen hat. Siehst du das? Das ist ja die Durchströmfläche hier. Ne? Das heißt, es ist immer getauscht. Somit denke ich mal, wie die Kühlleistung von dem deutlich höher sein als von dem und der Gegendruck ist geringer. Brauchen wir das denn? Ich vertraue dem Matthias da sehr, weil er hat mir das ans Herz gelegt. Wir haben jetzt den großen Wagner-Ladeluftkühler drin, der ist sehr gut, da gehe ich sehr stark von aus. Und er wird auch für unsere ersten Schritte sein, soll auf jeden Fall tun. Nur, ich vertraue ihm da. Er sagt, er ist mit dem Ding, glaube ich, schon 1000 PS oder so gefahren. Das ist gut. Ja, und wir hatten uns ja sowieso anders entschieden zur Leistung. Ja, der klassische Fauxpas ist passiert. Genau, und dann können wir diese lackierte Brille auch fahren. Achso, ja, doch. Ja. Passt dann auch, weil der Kühler ist ja dann das originale Maß und würde dann hier unten so drin sitzen. Genau, dann Bremse montieren wir noch. Ich glaube, du machst das nur wegen dieser Brille. Nein. Bremse noch und dann haben wir unser Klimbim hier abgearbeitet von der ganzen riesengroßen Sammlung hier. Was liegt denn jetzt noch in den Kartons? Also die Kartons sind alle raus. Leer. Hier war der Ladungskühler drin. Mhm. Hier sind die Klötze. Hier haben wir noch Kerzen. Akten, hier liegen noch Kerzen, ne? Ja. Okay. Wir haben noch einen Einkaufsrail drin. Achso, perfekt. Fuel Rail sehe ich noch. Eine Fuel Rail? Das ist die originale. Achso. Ja. Das ist die originale Fuel mit den originalen Düsen. Und das nochmal zu dem Thema Freiprüfung beim Steuergerät. Diese Düsen haben alle verschiedene Maße.
Also wie viel die pro Taktung durchlassen, also wie viel Kubikzentimeter. Also nach unten hin geht wahrscheinlich immer weniger, nur nach oben hin geht nicht mehr, oder? Nee, eigentlich nicht. Also das ist ein Zusammenspiel, ist eigentlich ganz interessant. Es ist ein Zusammenspiel zwischen dem Benzindruckregler und der Taktung der Düse, ne? Wie viel die durchlassen kann. Das heißt, du kannst nicht frei einstellen, wie wenig da durch soll? Das meinte ich. Also nach unten, du kannst den, die Menge, die da durchgeht, doch, klar, kannst du so gering wie möglich machen bei jeder Düse. Naja, irgendwann ist es das Problem, deswegen ist es auch, wenn man zum Beispiel bei so GTRs 1600er Düsen oder 2200er Düsen fährt, dass sie kaum noch Leerlauf können. Da muss der Programmierer sagen, komm, wir müssen 500 Umdrehungen höher oder sowas, weil die rotzen so viel Sprit rein, ja, du willst aber gar nicht höher drehen und du willst auch nicht mehr Luft reinmachen, dass das Ding dir da absäuft. Und dann laufen die, dann qualmen die, bescheuert, das ist alles. Das heißt, dann kam es bei den Tunern so, weil die Leistungen sind ja wirklich explodiert in den letzten Jahren. Ne? Früher war 600 PS, warst du krass, heute ne, 1200 und man sagt so, ja cool, geht los bei dir so. Und dann fahren die 8 Düsen. Oder bei einem 10-Zylinder fahren die 20 Düsen, wie unser R8. Dann haben die einmal Düsen, die sind für den ganzen normalen Bereich und Düsen für Volllast. Und dann gibt es so kleine Zusatzsteuergeräte, die nehmen das Signal dann auf, können das ja hochskalieren dementsprechend und sagen, ah, jetzt werden wir gebraucht. Und dann springt die zweite Leiste ran und die fluten dann. Genau. Aber was ich sagen wollte, ist, der Benzindruck hängt auch damit in Verbindung. Weil der Druck in der Rail, der hier herrscht, macht natürlich pro Taktung auch aus, wie viel Sprit durchgequetscht wird. Jetzt übertrieben gesagt, 10 Bar, was nicht ist, ne? Also hast du mal 3,5-4 Bar Benzindruck in so einer Rail. Aber wenn du jetzt 10 Bar hast, 10 Bar Druck und die Düse macht tack, dann quetscht er natürlich mehr raus, als wenn da 4 Bar dran ist. Genau. Somit kann man bei so älteren Autos, wie bei so einem 300ZX zum Beispiel, wenn man den Benzindruck ein bisschen erhöht und man kann nicht wirklich programmieren, oder man ist irgendwo auf den Bahamas und will einfach ein bisschen tunen, dann sagst du, komm, wir gehen von 3 Bar auf 4 Bar Benzindruck und programmieren gar nicht und hoffen, dass unsere Spritmenge ein bisschen besser zu unserem 0,4 PSI passt. Und das passt auch oft. Weil das Verhältnis ist ja das gleiche, ne? Wenn du jetzt so hoch gehst vom Ladedruck. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding läuft heute noch? Hoch. Echt? Ja, also wenn wir gleich, Sekunde mal. Er läuft! Ja, geil, genau im richtigen Moment. Okay, also. Das ist der Evo, der läuft. Nee, ja, genau. Gib mal Gas, Akens. Gib mal Gas. Mensch. Der neue Motor ist richtig in sich. So wie so ein V6 klingt der, richtig gut. Wow. Mach mal aus, Akens. Mach mal aus. Nee, läuft richtig gut, ne? Läuft richtig sauber. Und kühler läuft nach. Geil, ey, läuft richtig gut. Also wir stehen schon ungefähr seit anderthalb Stunden hier. Und unser Programmierer, den wir auch noch kennenlernen werden, der ist gerade per Teamviewer drin und ist am Rumfummeln. Das Problem ist nur, was wir jetzt haben, und wir sind ja offen und ehrlich, natürlich würden wir euch gerne den Klang jetzt gerade zeigen, aber ich sag schon mal provisorisch, es kann passieren, dass das nicht passieren wird. Wir haben morgen noch Zeit. Ach, haben wir? Nee, haben wir eigentlich nicht, aber... Doch, nach der Messe könnte ich ja das... Ja, aber das, was wir morgen noch sehen, muss dann morgen auch sofort geschnitten werden. Ja, das kriegen wir aber hin. Ja, das ist easy. Ja, das wird schon. Ja. Also wir fummeln noch ein bisschen. Ne? Oh, hast du mich vermisst? Schon ein bisschen, komm, gib's zu, Mann. Was ist denn das? Ich hab's gerade auf jeden Fall schon mal gehabt. Nochmal weiter. Auf jeden Fall, hallo Leute. Wir sind gerade zurück von der Messe und der Motor lief jetzt noch nicht. Die Drosselklappe geht aber. Und zwar folgendes ist passiert. Beim Rausschrauben der Kerze hat der Akens was gehört. Und zwar haben wir einen Fehler in der Kerze gehabt. Weil falsch montieren kannst du es eigentlich nicht. Weil es ist eine nagelneue Kerze, die vom Motorenbauer, also nicht jetzt das No Front an denen, montiert wurde. Ist es? Ne? Also hier ist auch nichts kaputt, aber da ist was kaputt. Und das ist sehr, sehr schlecht. Und jetzt haben wir hier uns ein paar verschiedene Apparaturen gebaut, dass man hier mit dem Kleber versucht, jetzt dieses Stück Keramik dort rauszufummeln. Sauber hatte ich auch schon, aber... Guck hier. Oh, die Idee ist nicht schlecht. Nee. Kreativ. Den merke ich gar nicht. Das ist auf jeden Fall... Aber er hat schon mal gepoppt, ne? Ja, boah. Verlaut. Also, wir können leider nicht das Geräusch von diesem... Vielleicht geben wir uns ein paar Minuten, weil ein bisschen was hören müsste eigentlich gehen. Deswegen, wir fummeln noch eben, dann quatschen wir hier rein, dann haben wir es gleich draußen zu kommen. Okay, ich hab's. Komm du raus mit der Kamera, komm du raus, komm du raus, komm du raus. Du bist schon abgeflogen, meine ich. Ja, Öl dran. Meine Fresse.
Lass uns einmal Affenkacke dran machen und selbst mal gucken, wie das sich so anfühlt. Warum nennt man das eigentlich Affenkacke? Das ist echt eine gute Frage. Mir wurde das auch gesagt, einfach nur, dann habe ich es übernommen. Nie hinterfragt. Ne, Affenkacke ist das halt. Ich habe jetzt extra vorne so einen dicken Puffer gemacht, dass der Draht weiter weg ist, weißt du? Dass, wenn ich dann da drauf komme, ihn richtig schön quetschen kann. Oh, das oh nein, 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 nein. Das wird schwierig. Das ist noch dran. Ja, okay, geh mal raus. Ich leuchte aber trotzdem noch. Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Oh, das ist ein großer Stück, Alter. Das wird reinfallen. Ist wieder drin gerade. Ich glaube, es ist reingefallen, ne? Egal, warte. Vielleicht ist es mittig gefallen. Nö. Nö. Warum auch? Okay. Ne, es fällt. Nina, oh, Nein, mach ich doch gar nicht. Okay, soll ich mal probieren? Weil ich krieg's jetzt eh nicht mehr ab. Okay. Geh du mal raus. Jetzt einmal Ruhe. So schräg. Soll ich mal richtig feste ziehen? Ein Ruck. Sicher? Es ist eh zu schräg. Gern mal. Ha! Oh. Oh! Oh! Das wäre Aua gewesen für einen Zylinder. Der Patient lebt? Das wäre echt Aua gewesen für einen Zylinder, Alter. Ja, geht ja nicht. Keramik geht ja nicht kaputt. Die wird ja nicht kleiner. Ich mach die Kerzen neu und dann können wir drehen. Gucken, ob wir. Ja, machen wir. Auf geht's. So, Kerzen drin. Wir sind alle fertig mit den Nerven. Und jetzt, die Map passt jetzt noch nicht, richtig? Okay, aber. Das ist viel zu viel oder viel zu wenig. Aber ich, ja, okay, mach mal, mach mal. Komm mal weg. Mach nochmal. Okay. Sicher, dass da Sprit kommt? Ja, der Kolben war ja auch nass. Ja, stimmt. Dort die Klappe Hüfte, glaube ich, entgegen. Mach mal. Ja. Ist aber sehr leise, ey. Mach nochmal. Die geht nicht den ganzen Weg, würde ich sagen. Ja, das ist ganz. Aber die hat einen komischen Puls. Die geht so. Ah, ich weiß, was du meinst. Beim Zurückgehen. Haben wir das schon gezeichnet, wie das hier schön blinkt? Wie das blinkt nicht, nein. Okay. Dann komm mal rüber auf die andere Seite, dann kann man es gleich besser sehen. Ja. Hier? Cool. Ist das geil? Das blinkt! Ja. Genau, und hier kommt nachher die Schaltanzeige nämlich hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. R. R. Nen. Gut. Also, wie gesagt, alle haben gesagt, tune dein Evo. Voll cool so. Ja, es ist auch cool, denke ich im Nachhinein, aber es ist auf jeden Fall schon eine Operation hier. Ne? Plug-and-Play-Steuergerät, Ich meine, mit Seilzug wäre es deutlich einfacher. Ja, jetzt funktioniert es ja. Ja, aber... Geht raus, geklappt. Ja, aber jetzt geht's. Das ist echt schon eine Reise, bis das hier so ein Evo 10 Gaspedal annimmt, das Auto. Ja. Okay, ich habe einen dicken Kopf. Tschüss.